Hey Freunde, willkommen in der paranormalen Welt von Control. Willkommen zurück. Alles klar, ich würde mal sagen, wir gehen in den Raum, wo gerade der Typ hier von einer Briefbombe erschlagen wurde. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre sie inzwischen befallen. Wir müssen sie säubern. Damn, Bro. Die Floppy. Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht ihre Direktorin. Okay. Okay, ich muss auf jeden Fall die Steuerung die Tage mal ein bisschen anpassen. Da bist du ja. Du warst weg. Abgeschnitten. Ich habe es. Das ist mein Kampf gegen das Tisch. Okay. Oh,
Leute, ich muss das jetzt mal kurz machen. Es tut mir leid. Rückenschmetterschlag. Flucht. Alright. Warte mal. Haben wir jetzt alles mitgenommen hier? Sieht so aus. Okay, Freunde. Holy smoly. Wir können Telekinese, Mama. Ich kann Kung Fu. Zeig es mir. So ein Ding ist das, oder? Wenn ich weiß, aus welchem Film das ist, schäm dich. Sind eigentlich so eine Teile markiert? Nee. Schade, ich hätte gehofft, dass Durchgänge, wo wir nicht durchkommen, dass sie halt in irgendeiner Form markiert werden. Ist interessant, jetzt wird alles hier so umkreist, dadurch, dass wir quasi alles werfen können. Sagen, damit haben wir alles. Emily sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt. Emily Pope? Geil, Alter. Und mal Lebensregeneration haben wir jetzt zweimal. Richtig? Ja. Oh. Und das ist 24. 20, 24. Fallakten. Die Diskette. Isolationsprozedere. Muss in einer Zelle ohne lose Materialien verwahrt werden. Wir wissen jetzt auch warum. Das Objekt ist eine 8 Zoll breite Diskette mit Startcodes für Atomraketen aus der Sowjetzeit. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Para-Utilitarian Materialien zu heben und über eine kurze Distanz zu werfen. Weitere Informationen in Dr. Darlins Präsentation. Das Objekt ist derzeit zu Forschungszwecken angebunden. Herkunft von den CIA-Agenten und, also X und Y, aus einer sowjetischen Militärbasis in X gestohlen. Ich werde jetzt einfach immer X sagen. Die Diskette enthielt Startcodes für X-Raketen, von denen man annimmt, dass sie gegen X eingesetzt werden sollten. Nach ihrer Rückkehr in die USA begann die Diskette Computerhardware auf Mitglieder des Kodierungsteams zu werfen. Ein Informant in der CIA gab der Behörde einen Hinweis und die Diskette wurde am nächsten Tag von Agenten beschlagnahmt. Okay, alles was ich hier rauslese ist ja, sagt ja im Grunde genommen aus, dass die alle wussten, dass es diese Behörde gibt. Also es ist keine geheime Behörde. Sicher Ranger. Die Ranger sind die gut ausgebildeten Einsatzkräfte der Behörde. Ihre vom Zischen befallenen Gegenstücke sind ebenso beeindruckend.
Vor dem Fall wurden Ranger im Gebrauch einer Reihe von Waffen ausgebildet, damit sie auf etwaige Bedrohungen während eines AWE-Einsatzes oder einer Grenzbereicherkundung vorbereitet sind. Psycher Ranger setzen die oben genannten Waffen ein und wenden hochentwickelte Taktiken an, die ihnen von Ausbildern der Behörde beigebracht wurden. Einige sind zusätzlich mit körpereigenen Körperpanzerungen ausgerüstet. Cool. Es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei Psycher Rangern beobachtet, außer dass einige durch eine dichte Resonanzschild, also wieder so ein Schild, des Psychens geschützt sind, der Kugeln aufhalten kann. Wenn man in Betracht zieht, welche hochentwickelten Maßnahmen Psycher Ranger aus ihrer Ausbildung auf ihre Situation anwenden können, ist es dann nicht plausibel anzunehmen, dass der menschliche Geist bis zu einem gewissen Grad intakt bleibt? Oder kann das Psychen auf die Kampfausbildung zugreifen und sie nutzen? Diese Frage haben wir uns ja schon mal gestellt. Sprengmeister. Die Behörde erlaubt nur bestimmten hochgradig ausgebildeten Personen den Umgang mit explosiven Materialien und Waffen. Unsere Sprengmeister werden im Einsatz von Sprengstoffen in Dimensionen mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen ausgebildet. In anderen Dimensionen? Dadurch sind sie wichtige Ressourcen sowohl für Ingenieursarbeiten als auch in Kampfsituationen. Psycher-Sprengmeister sind die einzige Psycher-Variante, welche die speziellen raketenbetriebenen Granaten einsetzt, die im Flug X-Wesen identifizieren und verfolgen können. Dadurch sind sie eine Bedrohung, deren Eliminierung in Kampfszenarien priorisiert werden sollte. Ja, no shit. Ich finde es bemerkenswert, dass das Psychen die Verwendung dieser Waffe auf Mitarbeiter der Behörde beschränkt, die darin ausgebildet wurden. Was sagt uns das über sein Verhalten? Kann es keine neuen Informationen an befallene Wesen weitergeben? Zu viel ist noch unbekannt. Das ist das Video über die Diskette. Schau sie mal. Bro, das macht mich so wahnsinnig, ne? Ich finde die Entscheidung krass zu sagen, okay? Keine Taschenlampe. Tomasi, Folgen des AWE in Willow. Immer mehr nationale Nachrichtenseiten veröffentlichen den Bericht über den Eisbärenangriff auf die Stadt in Alaska. Ich will zwar nicht angeben, aber umherziehende Eisbären auf der Suche nach Futter für den Tod der Familie verantwortlich zu machen, war ziemlich genial. Den Klimawandel und zerstörte Ökosysteme hinterfragt niemand. Wenn wir aktuelle ökologische Bedenken ins Spiel bringen, X, die Öffentlichkeit viel weniger. Also haben wir ein weiteres AWE hinter uns und die Öffentlichkeit hat immer noch keinen Schimmer. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Das heißt nicht, dass wir X und X nicht mehr auf Meinungen hin prüfen müssen, die von der Gesamtausgabe abweichen. Aber es sieht aus, als wären wir aus dem Gröbsten raus. Tomasi, Ende. Okay. Du bist
Zeit. Das Sommerliga-Champion findet der Oberfahrt richtig. Glück kommt. Lass dein Inneres an der weißen Perle, gelb und rot, drücke deine Finger durch die Oberfläche. Über der Spiegel dreht es herum und macht es raus. Schon immer das neue weiße Perle. Okay, da müssen wir rein, so wie es aussieht. Damit sollte die Tür aufgehen. Okay, Berechtigungsstufe 1 haben wir gerade erhalten, Freunde. Okay, die Textur ist ein bisschen weird, Alter. Hat sich irgendjemand ein bisschen Privacy zusammengebaut? Sie hören America Overnight. Wir mystifizieren die Funkwellen. Warte ganz kurz, wir hören uns das hier an. Sie hören America Overnight. Wir mystifizieren die Funkwellen seit 29 Jahren. Danke, dass Sie bei uns sind, Geister. Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns von Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählten. Heute erzählt der Freund der Sendung, Dr. Quincy Reagan, seine Geschichte. Quincy. Danke. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich wegen der Suspicicon im vergangenen Jahr im Chili Pines Hotel in Macon übernachtete. Ich war in Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms, bestand darauf, dass ich genau dieses Zimmer nehme. Also, der Manager erklärte, dass vor Jahren die Leiche eines Mannes unter dem Bett entdeckt wurde, in dem Holzrahmen, den die Motelbetten in der Regel haben. Die Leiche war seit einer Woche dort, sagte er. Gäste waren dort gewesen und schliefen mit der Leiche einen halben Meter unter ihnen. Sie fanden die Leiche erst, als sich die Putzleute über den Geruch beschwerten. Seitdem wurden in Raum 47 Geisterscheinungen gemeldet. Ich nahm das Zimmer gern. Ich schlief recht schnell ein, nachdem ich erst unter dem Bett nachgeschaut hatte. Keine Geister besuchten mich. Keine kalten Stellen oder flackernden Lichter. Aber als ich erwachte, befand ich mich unter dem Bett. Es war dunkel und erdrückend heiß. Glücklicherweise konnte ich vorm Ersticken die Matratze wegschieben und herauskriechen. Der Nachtmanager fand netterweise ein anderes Zimmer für mich. Da haben Sie es, liebe Zuhörer. Was wir Geister nennen, hat viele Formen. Quincy war mutig genug, seine Geschichte zu erzählen. Und ich ermutige Sie, weiter anzurufen und zu schreiben, wenn Sie auf etwas Seltsames stoßen. Etwas, das Sie nicht erklären können. Vielleicht sehen Sie Farben, für die wir keinen Namen haben. Vielleicht ist Ihr Toaster verhext. Denken Sie daran, liebe Zuhörer. Wenn Ihnen sonst keiner glaubt, wir tun es. America Overnight ist gleich zurück. Okay, das ist weirder Shit, Alter. 20 Jahre. Danke, dass Sie bei uns sind. Geister, wir haben im Laufe der What the fuck? Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Erinnerungen erzählen. Heute erzählt der Freund der Sendung, Dr. Quincy Reagan, seine Geschichte. Quincy, danke. Das habe ich kürzlich im vergangenen Jahr im Chili-Pines Hotel in Macon übernachtet. Ich war in Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms. Genau dieses Zimmer. Zermies durch die Zeit. Das Donnerlied wird sehr weiße Perle, gelb, weiße Oberschein, gelb und rote Schein.
Scheiße geraten. Okay, also wir haben zwei Zugangskarten jetzt, warum auch immer. Geben Sie gut Acht, Alberto. Ich erkläre dies zum letzten Mal. Interne Quarantäne ist ein manuell ausgelöstes Ereignis, in dem ein oder alle Sektoren durch Einschränkungen im Sektorenliftgebrauch abgeriegelt werden. So werden die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Sektor festgehalten, bis der Notfall vorüber ist. Sie kann nur durch den Überbrückungsschalter in der Wartung aufgehoben werden. Sobald der Direktor denkt, dass sich die Situation unter Kontrolle befindet, externe Quarantäne ist schon eine größere Sache. Ins gesamte Gebäude kommt nichts hinein und es gelangt auch nichts heraus. Sie wird nur durch einen Isolationsleck der Alarmstufe Rot ausgelöst. Basierend auf einem komplizierten Sicherheitssystem, das Sicherheit und Forschung zusammengeklatscht hat. Sie kann nur aufgehoben werden, wenn a. die Bedrohung ausgeschaltet wurde und b. eine Person mit hoher Sicherheitsfreigabe das System das Okay gibt. Dieses Prozedere ist nicht das gleiche wie der Überbrückungsschalter. Ich habe Darling 100-mal gesagt, dass es geändert werden soll, aber sie bestehen felsenfest darauf, es so zu lassen. Ehrlich. Ich denke, sie wissen nicht einmal, wie sie es zu diesem Zeitpunkt ändern können. Sorgen wir einfach dafür, dass unsere Mitarbeiter verstehen, wie dieser ganze Schlamassel funktioniert, okay? Marshall. Okay. Ja, hier komme ich nicht rein, Freunde. Alright, dann müssen wir später nochmal hierher. Wir brauchen erst irgendwas gegen diesen komischen Fungus. Scheiße. Coleman Ranger erste Klasse. Im letzten Monat kam es auf unserem Server vor Ort zu einem Zugriff durch nicht autorisierte Nutzer. Nach eingehender Untersuchung wurde bestätigt, dass die Nutzer nur auf eine Videodatei zugriffen, die Teile von Dr. Darlins Vorträgen enthielt. Ermittler können die Nutzung über ihre IP-Adressen verfolgen. Patrick Stroitjens, Ruben Noguera, Arto Kolomeki,
Christopher Mills Bowling und Jaakko Saarinen. Diese Personen haben gegen Behördenvorschrift 91 verstoßen und werden von unserem externen Ermittlerteam beobachtet. Weitere Maßnahmen stehen noch aus. Okay, was ist das für ein weirder Arbeitsplatz hier? Wo jeder so ein einzelnes Gestell hat. Das ist ja super weird. Das ist super weird. Okay, das hatten wir aufgemacht. Da war die Textur so komisch. Okay, dann geht's für uns jetzt hier rein, Freunde. Einmal gucken, haben wir irgendwas Cooles bekommen? Jetzt haben wir hier die Berechtigungsstufe. Schleunerenergiekosten senken. Aua! Das ist cool, Freunde.
Konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. What the fuck, Freunde? Wie es hier weitergeht und vieles mehr, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Control. Wir werden jetzt erstmal ganz in Ruhe uns hier umgucken und alles aufsammeln, Freunde. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.